Herzlich willkommen zum Mastery-Video der Textaufgaben zu Proportionalitäten. In diesem Video beschäftigen wir uns mit dem Bergbauernbeispiel des Intro-Videos. Nachdem du ja bereits weißt, wie du eine direkte und indirekte Proportionalität unterscheidest, lass uns gleich mit dem Beispiel beginnen. Letzten Sommer habe ich während meines Urlaubs auf einer Alm einem Bergbauern bei der Arbeit geholfen. Der Bergbauer hatte letzten Sommer 12 Schafe und sagte, der Futtervorrat reicht noch für 8 Wochen und den ganzen restlichen Sommer. Nach 2 Wochen sind allerdings 4 Schafe spurlos verschwunden. Der Bergbauer vermutete, dass die Schafe von einem Wolf gerissen wurden oder vielleicht abgestürzt sind. Kannst du ihm behilflich sein, wie lange der Futtervorrat noch reicht? Als erstes müssen wir wieder herausfinden, ob es eine direkte oder indirekte Proportionalität ist. Versuche mit Hilfe der beiden Merksätze herauszufinden, um welche Proportionalität es sich handelt. Klicke dafür auf Pause und sobald du eine Lösung hast, wieder auf Play. Es handelt sich um eine indirekte Proportionalität. Umso mehr Schafe, desto kürzer reicht der Futtervorrat, beziehungsweise umso weniger Schafe, umso länger reicht der Futtervorrat. Lass uns nun gemeinsam aus diesem Textbeispiel die wichtigsten Textstellen finden. Klicke auf Pause, schreibe dir die wichtigsten Infos auf und klicke dann wieder auf Play. Folgende Textstellen markieren wir uns. Als erstes auf jeden Fall 12 Schafe, den Futtervorrat und wie lange dieser reicht, nämlich für 8 Wochen. Dann markieren wir uns nach 2 Wochen und 4 Schafe verschwunden. Und als letztes markieren wir uns noch die Frage, nämlich Futtervorrat für die restlichen Schafe, wie lange dieser noch reicht. Das sind unsere wichtigsten Informationen für unsere Tabelle. Wir wissen also, dass bei 12 Schafen der Futtervorrat für 8 Wochen reicht. 2 Wochen später sind es nur noch 8 Schafe. Wir tragen also in unsere Tabelle links Schafe ein und rechts Wochen. Klicke auf Pause und versuche auf einem Blatt Papier die Aufgabe selbst zu lösen. Sobald du fertig bist, klicke wieder auf Play. Ich gebe dir einen kleinen Hinweis. Wir wissen, dass der Futtervorrat für 12 Schafe noch 6 Wochen reicht. Vielleicht schaffst du es jetzt. Das hast du super gemacht. Als erstes tragen wir links 12 bei den Schafen ein und rechts 6 bei den Wochen. Weil es 2 Wochen später 8 minus 2 Wochen sind, also 6 Wochen. Wir wissen also, der Futtervorrat nach 2 Wochen reicht bei 12 Schafen noch für 6 Wochen. Als nächstes tragen wir 8 bei den Schafen ein und können uns nun berechnen, wie lange der restliche Futtervorrat noch reicht. Wir können uns den Futtervorrat für 4 Schafe berechnen, dafür dividieren wir auf der linken Seite durch 3 und rechnen auf der rechten Seite mal 3. Da es sich um eine indirekte Proportionalität handelt, bei 4 Schafen reicht der Vorrat noch für 18 Wochen. Jetzt müssen wir uns nur noch den Futtervorrat für 8 Schafe berechnen. Wir müssen also nur noch 4 mal 2 auf der linken Seite und 18 durch 2 auf der rechten Seite berechnen. Als Ergebnis erhalten wir dann 8 Schafe und 9 Wochen. Der Futtervorrat für 8 Schafe reicht also noch für 9 Wochen. Als letzten Punkt möchte ich dich noch auf Folgendes hinweisen. Leider sind nicht alle Textbeispiele in der Praxis anwendbar, sondern nur in der Theorie möglich. Wir werden das anhand einer Aufgabe auch noch durchgehen. Für das Graben eines Loches für ein Freibad benötigen 2 Bagger 10 Tage. Wie lange benötigen für die gleiche Arbeit 10 Bagger? Versuche diese Aufgabe wieder selbstständig zu lösen und klicke auf Pause. Sobald du eine Lösung hast, wieder auf Play. Als erstes tragen wir links auf der Seite der Bagger 2 ein und rechts auf der Seite der Tage 10. Wir möchten uns nun berechnen, wie lange 10 Bagger benötigen. Deshalb multiplizieren wir auf der linken Seite mit 5 und dividieren auf der rechten Seite durch 5.
nachdem es eine indirekte Proportionalität ist. Somit wissen wir, 10 Bagger benötigen 2 Tage. Obwohl es eine große Baustelle ist und das Loch ebenfalls sehr groß ist, können in diesem Fall nicht alle Bagger an dem Aushub der Erde arbeiten. Sie würden sich gegenseitig blockieren und gegenseitig behindern. Ich habe das hier etwas extrem dargestellt, aber es wäre nicht möglich in der Praxis, dass so viele Bagger an dem Aushub mitarbeiten. Vielleicht findest du noch weitere Beispiele, in denen es in der Theorie möglich ist, aber in der Praxis nicht. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und deine Motivation, dem Bergbauern bei seinem Problem zu helfen. Du bist jetzt auf jeden Fall bei dem nächsten Bergurlaub gewappnet und kannst jede indirekte und direkte Proportionalität lösen. Das hast du wirklich toll gemacht. Bis bald!